Moin Leute, ich darf euch jetzt endlich wieder herzlich begrüßen zum Fußballmanager 13. Wir haben nach gefühlten 2 Wochen Aufnahmepause geht's jetzt endlich wieder los. Wie versprochen, mit V-Power täglich FM ist auch schon eine Folge hochgekommen. Also, wenn ihr dieses Video schaut, sind schon neue Folgen. Oder wenn ich aufnehme, sind schon andere Folgen hochgekommen. Ja, so ist es. Und ja, wie gesagt, wir wollen mit V-Power durchstarten. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Da muss ich gleich erstmal wieder reinkommen. Also, soweit ich weiß, haben wir noch nicht viel simuliert. Aber ich kann es da oben ablesen. Weil man startet ja immer am 1. Wir sind am 2. Die letzte Folge war ja das Special mit der zweiten Mannschaft. Daran kann ich mich noch erinnern. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, dass wir einen Spieler wollten fürs Mittelfeld. Und da hatten wir auch, glaube ich, schon einen. Genau, ihn hier, ne? Ihn hier hatten wir da. Johannes Flum. Ja, steht bei mir immer noch im Fokus. Aber ist die Frage, er kann alles. Im Moment haben wir da Rudi Salihovic und als Ersatz Chris. Ich würde doch schon eher lieber mit 2 Sechsern erstmal spielen. Oder so, zentral, defensiv. Da kann man doch auch sicherlich mal, wenn wir jetzt ähnliche Spieler wie Rudi suchen, kriegen wir ja auch ein paar. Die sind nur zu teuer. Wir haben ganze 600.000. Warum haben wir denn nur 600.000? Hatten wir da nicht mal mehr? Also ich weiß gerade nicht. So. Na, jetzt ist nicht mehr ähnliche Spieler. Schwierig. Aber wenn wir nur 600.000 Euro haben, können wir uns auch nie im Leben Flum leisten. Der kostet ja 4 Millionen. Oder? Ach, stimmt. Ja, wir wollten ja den Williams verkaufen. Haben wir aber immer noch nicht genug Geld. Und dann wollten wir ja noch einen verkaufen. Ja, ja, ihr merkt, ich komme so langsam wieder rein. Taktik habe ich auch noch nicht festgelegt. Ja, passt schon. Gehen erstmal einen Schritt weiter. Und den Jaisle wollten wir verkaufen. Jetzt erinnere ich mich. Er ist 2,7 wert. Gehen wir mal auf 3. Oh, die bietet schon mehr. Neue Mitarbeiter und neue Mitarbeiter. Scout, das ist gut. Und ein Kaufangebot für Dennis Tomalla. 105, ist das immer noch 105? Ja, verhandeln müssen wir klar. Und hier mindestens einer aus Scouts hat keine Aufgabe zugewiesen, genau. Dem würde ich gleich mal... Da soll gleich mal eine Mannschaft beobachten. In Deutschland. Südwest ist das, ne? Wo wir spielen. Genau. Alle. Und die Musik ist wieder bombastisch. Ja. Und das, genau, Jaisle, wenn wir für ihn jetzt 3 Millionen bekommen, dann hätten wir Flum. Dann hätten wir Flum. Und das wäre so die einzige Neuverpflichtung, die ich tun würde. Auch gutes Deutsch.
Ja, und dann denke ich, sind wir, ich will nicht sagen gewappnet für die Bundesliga, aber dann sind wir auf jeder Position für die erste Saison erstmal gut bestückt. Man kann natürlich nicht auf jeder Position jetzt sofort gleichwertig bestückt sein, aber dann sieht das erstmal ganz gut aus. Also, Flum. Ich leier das jetzt an mit Flum. Ich mach das jetzt. 3-7. Sehr der perfekte für uns. Ich vergleiche ihn nochmal mit unserem guten Rudi. Boah, Rudi ist doch besser. Aber deutlich. Großer Vorteil. Das sind nur so ein paar Punkte. Also ihr seht, Flum ist auch... Wie alt ist Flum? Sehe ich gerade nicht. Oder seht ihr es? Ich sehe es gerade nicht. Aber ich bin auch noch irgendwie nicht richtig drin. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass Rudi besser ist. Kriege ich dann Salihovic auch noch mal rein? Ja, hier haben wir ihn. Da wäre es gleichwertig. Aber wenn wir dann... Weil dann wäre vielleicht doch gar nicht mal so... Interessant, weil wir haben Rudi da. Und ein Ersatz... Das Flum ja im Prinzip gar nicht. Er wäre ja älter. Als Ersatz hätten wir da immer noch Chris. Also wäre er vielleicht doch nicht so interessant. Oh, schwierig. Oder doch einen Jungen kaufen. Also ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall schwierig. Also man weiß gerade nicht. Johnson ist für mich im Moment gesetzt. Mit 24. Der Pierre und Kompa, da haben wir Nachwuchs mit Westergaard. Der auch schon richtig gut ist, mit 19. Rechtsverteidiger, der Beck ist 25. Haben wir noch Ox ein Jahr. Hier hätten wir, ja, wissen wir, rechts das Mittelfeld hätten wir noch. Da hätten wir dann eben im Prinzip keinen. Aber Vuktöt ist jung. Da kann es ja kaum mehr nachziehen. Und wir hätten ja Osami noch da, stimmt. Offensives Mittelfeld ist 20. Da hätten wir aber noch einen Salihovic. Das ist schwierig, gerade. Aber doch nochmal einen Erfahrenen für links außen. Oder für rechts außen. Warum habe ich Vuktöt eigentlich nicht dahingestellt? Weiß ich nicht, lasse ich erstmal da. Oh, ich bin noch richtig verplant. Ich guck noch mal, ich such. Also Flum ruckt wieder ein bisschen nach hinten, weil wir da noch eigentlich welche haben. Alle. Wie jung soll er sein? 20 sind da mindestens. Und eine Stärke von 65. Marktwert bis 2,5 Millionen. Und da können wir auch alle machen. Ist ja Schnurz. Und dann suchen wir einfach mal. Und wir sehen, da gibt es viele. Mittelfeld. Ricardo Rodri, vielleicht dann vom Marktwert runter, weil die sind doch manchmal ein bisschen teuer. 2,5. So, jetzt sind es weniger. Haben wir noch Chris Wood?
Merkel. Ihr seht schon, es ist schwierig. Kaum einer. Verteidigung. Wieder einer von Freiburg. Aber da haben wir einen Jungen. Eigentlich bräuchten wir links außen. Ich suche jetzt immer nach dem Älteren. Oh ja, da haben wir viele. Haben wir da keinen mehr? Links außen nach einem Ersatz. Ben Khalifa. Hätten wir da noch? Perth McCurt. Ein Kolita, ein Belly. Ich finde nix. Ihr seht's ja. So, ich nochmal fürs offensive Mittelfeld. Irgendwas. Vielleicht finden wir da nochmal was. Ein großer, naja. Weiter. Auch nichts wirklich Berauschendes dabei. Aber wieder der Flum. Wäre das doch? Ich finde nichts anderes. Ich kann auch nochmal nach dem Torwart suchen, wenn ihr... Meinten ja auch ein paar. Hätten wir Wölfli und Pantilimon von City. Naja. Und Stürmer brauchen wir nicht. Also doch der Flum vielleicht. Schwierig. Drück erstmal auf Weiter. Man weiß es nicht. Ja, Tomala. Den will ich ganz eigentlich, würde ich ganz sicher behalten. Deswegen auch mal auf 170.000 hoch. Ich hoffe, da gehen sie jetzt nicht mit. Und jetzt unser erstes Spiel. Gegen den VfL Osnabrück. Kurz die Nachrichten checken. Ja, Williams wurde angenommen, Tomala gescheitert, schön. Soll ich es mit dem Flum jetzt anleiern? Noch haben wir das Geld nicht, sagen wir es so. Also warte ich lieber doch noch ein bisschen. Ja, komm. Haut mal raus, oder? Will ich irgendwas ändern? Ne, so können sie mal spielen, das erste Spiel. Jetzt habe ich die Taktik zwar nicht eingestellt, aber... Komm, gibt euer Bestes. Ein bisschen mau. Aber wie gesagt, ist ja noch ohne Taktik und alles. Sollte das eigentlich... Sollte nächstens viel besser werden, wenn wir die Taktik drin haben. Also Salihovic gefällt mir mal gar nicht. Komm, jetzt mal Horselu. Rudi hinten. Usami für Vukcevic. Westergaard mal für Compea. Geisle für Delpler. Schröck mal rein. Ja, Chris. Ja, komm. Auch mit rein. Haben wir sie alle mal durch. Spielergespräche. Ein bisschen motivieren noch. Hm.
hat sie dann Sprachen. Los, jetzt zeigt es ihnen. Jetzt haut sie doch mal weg, bitte. Ach du Scheiße. 1-0 Osnabrück durch Manu. Und Schluss. Okay. Jetzt doch ernst. So. Williams geht. Sehr schön. War doch noch. Ach, der geht. Hoffe ich doch mal. Kein Verein. Überall keinen Verein interessiert. Und jetzt muss ich die Taktik reinmachen. So. Nächstes Spielmacht, gibt ihr mal bitte 90%. Spielmacher ist Firmino, Sturmtech Derdiok, Pressen, Grundlinie Derdiok, dürfte Kopfball stark sein. Anweisung. Komm her. Ich weiß, ist jetzt nicht gerade das Spannendste, aber muss jetzt einfach mal sein. Nach dem verlorenen Spiel. So, darfst du ganz auf keinen Fall weitergehen. Und irgendwann hätten wir es sowieso machen müssen. Und dann machen wir es eben jetzt. Und dabei können wir ein bisschen reden. Was gibt es noch zu sagen? Ja, fällt mir auch gerade nichts ein, außer dass Bayern Meister ist, schon seit gefühlt 2 Wochen oder so, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber wenn ich so viel rede, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren, deswegen, komm, Tacklings, 60%, 59%, dass die Tacklings mit drin haben, so. Tacklings, Positionsgetreue, Vorschuss auch nicht so oft weg. Warum haben die Vorschüsse nicht, die Tacklings nicht drin? Haben die erst ab 60% drin? So, jetzt hat er sie drin. Dann passt das. Rudi ist so Abräumer vor der Abwehr, also Positionsgetreue doch so 50%. Tacklings auf jeden Fall hart. Vorschüsse kaum. Ball halten darfst du. Salihovic ist dann schon wer der Offensivere. Aber auch noch Tacklings, Vorstöße, ja. Und auch Ball halten. Volland, ja, der muss jetzt. Kann er flanken? Ich kann er auch. Machen wir mal so. Ball halten und steil gehen. Also wie Vukcevic. Nochmal Flankenhäufigkeit so, Vorstöße. Und dann haben wir es ja auch gleich schon. Ja, und ja, es gibt doch zu sagen, wie gesagt, Bayern Meister, habe ich ja gerade auch schon gesagt, und natürlich auch Champions League, ne? Ich denke, ihr werdet gesehen haben, die wahnsinnigen 5 Minuten von Dortmund und was da abgegangen ist, das war schon ziemlich heftig. Natürlich München auch ganz souverän. Keine Frage. Ich denke, dass sie auch jetzt auch gute Chancen haben, Barcelona zu besiegen. Ich dadurch eigentlich keine Probleme. So wie Barcelona im Moment spielt. Oder, das kann man ja nicht sagen. Sie spielen ja auch nicht schlecht, aber München ist eigentlich ist die Mannschaft für mich diese Saison. Da brauchst du. Das spielt keine Rolle, ob du München-Fan bist oder nicht. Für mich einfach die Mannschaft diese Saison.
So, jetzt habe ich die Taktik eingestellt. Jetzt gehe ich golfen zum Abregen. Warum auch immer. Und zwei Nachrichten habe ich auch noch. Was wollen die alle mit dem scheiß Tomala-Ei? So, kann ich auf weiterklicken? Mache ich jetzt.